Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von God of Gore. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich dieses Ziel hier nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. Da oben läuft so eine Sanduhr ab. Müssen wir bis dahin alle Gegner zerstören oder was ist unser Ziel? Wir müssen es jetzt herausfinden. Los geht's erneut in den nächsten Kampf. Gegen diese netten Teile. Weg, bleibt mir auf Abstand. Kann ich hier irgendwas machen oder muss ich einfach nur die Gegner zerstören? Okay, Achtung. Oh, der sieht mir ein bisschen unsympathisch aus. Ja, sehr gut, Junge. Der ist weg. Die Hexe ist auf jeden Fall auch da. Müssen wir in der Zeit die Hexe wegmachen oder was müssen wir tun? Ja, was muss ich denn mit der Energie machen? Ja, jetzt fällt's wieder. Was muss ich tun? Hä? Ich glaube, ich muss einfach in der Zeit die alle weghauen, damit mein Junge wieder seinen Zauber machen kann, oder? Ist ja voll schwer, aber... Hau drauf. Waren es alle? Da ist noch eins. Okay, jetzt können gerne die anderen kommen. Oder Junge, mach was. Mach wieder was. Mach hier was. Ich block jetzt einfach nicht mehr. Ich muss die einfach weghauen. Hinter dir, Bruder. Ah, fuck. Ja. Ist gerade gar nicht gut. Die Hexe wird es wieder machen, ne? Ja, was soll ich denn tun, Mann? Ich krieg die Hexe ja auch nicht. Blöde Bitch, ne? Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Muss ich die Gegner einfach nur sauschnell wegbekommen oder was ist hier mein genaues Ziel? Ja, dann mach. Mach was. Hallo. Der will weg. Kann mein Junge nicht irgendwas tun? Kann er nicht hier weitermachen und ich beschütze den? Yeah.
reicht's mir. Kannst du jetzt bitte was machen? Boah. Junge. Ja, das Problem war einfach die Hexe, weil die ist manchmal so schwer zu attackieren. Die braucht einfach manchmal Zeit, um die zu erledigen. Und wir haben hier keine Zeit. Aber jetzt haben wir es geschafft. Doch recht schnell. Junge, schieß da drauf, bitte. Vater, die Schale ist voll. Aua. Schieß! Können wir hoch? Oh, hat mich das gerade fertig gemacht. Ich kann auch gar nicht mehr. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, Luise Peter. Was bringt's, wenn ich eigentlich gerade die ganzen Vögel hier ermorde? Dann mache ich es einfach gerade nur so aus Spaß. Okay. Leute. Ich kann nicht mehr. Hi. Ich klaue mir mal eben ein paar Sachen. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Wir sind schon fast ganz oben. Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber... Vertrau mir. Ja, einfach schieben. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Oh. Jawohl. Okay, Junge hilft mit. Alter, es bewegt sich was. Es bewegt sich was. Ich glaube, ich muss noch mehr Kreuz drücken. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm. Keine Angst. Warum sollte ich? Oi, oi, oi. Ich hab dich. Ach du Scheiße. Ihr seid irre, Ian. Alles gut. Gut. Wir müssen weiter. Boah, ich bin auch K.O. gerade. Okay, geh mal. Wartet. Guck. Nee, okay, wir gehen einfach hier durch. Aber wir sind jetzt schon durchs Eis gebrochen, oder? Ich glaube, das bricht immer noch. Die Spitze. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss ja. Das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Kann ich irgendwie mal runter erstmal. Dann rüber. Und ich will runter. Lass mich runter. Okay, dann halt nicht. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Einfach rüber währenddessen, ganz locker. Aber zu der Kiste komme ich irgendwie nicht. Oh, da sind wieder ein paar. Okay, wartet. Okay. So kommen wir doch noch zur Kiste. Nicht jetzt. Da wartet uns auf jeden Fall gleich wieder was. Irgendwie will ich ungern gegen die kämpfen. Naja, aber... Sind die versteinert? Oh Gott. Jawohl. Kein Kampf. Erstmal. Okay. Ah, okay, wir können weiter klettern. Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen? Ja. Magni und Mo. Wo waren die denn? Ich habe die gar nicht gesehen. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung.
kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Okay. Wieder eine Tür. Ich mag langsam keine Türen mehr. Weil immer sind böse Sachen hinter Türen. Ein Tisch. Ah, der große Speisesaal. Nein, der Speisesaal. Okay. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Okay, also da oben ist eine Kiste. Da kommt man aber irgendwie nur von hinten hin, glaube ich. Seht ihr da oben? Na, da kommen wir erstmal nicht hin. Boah. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, ich werf dich einfach durch. Dein großer Dickschädel wird das schon kaputt bekommen. Okay, hier können wir nicht lang, oder? Können wir eigentlich überhaupt irgendwo lang? Hier? Hä? Hä, wo können wir denn lang? Jetzt mal ohne Witz. Oh. Hi. Da. Uff. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Ja, wir können auch gerne hier sitzen bleiben, wenn du willst. Guck mal, wir können gerade so viele Sachen zersprengen. Okay. Das auch noch? Nee. Ach, können wir den mitnehmen? Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite. Also wir könnten ihn mitnehmen. Brauchen wir wahrscheinlich zum Schluss, um hier durch die Tür zu kommen. Könnte ich mir so vorstellen, okay. Also hier können wir wahrscheinlich immer noch nicht hoch. Da auch nicht. Darf ich jetzt überhaupt irgendwo lang? Hier nicht. Nö. Gut, dann hören wir einfach auf. Spaß. Wir finden einen Weg. Ich werde ja den jetzt wohl nicht gebrauchen. Ach so, ich kann da was rausreißen. Aber bringt ja nichts, das einfach hier ins Eis zu werfen. Schade. Okay. Hier können wir nicht hoch. Wir können uns aber immer diese Teile nehmen. Das heißt, vielleicht können wir mit denen irgendwas anfangen. Vielleicht können wir uns ja hier reinwerfen. Geht echt. Okay. Konzentrieren, Junge. Ach nein. Oh, solche Eisteile. Nicht gut. Oh, der wirft mit Steinen. Das ist respektlos. Das ist respektlos. Kann der bitte noch schnell weg? Okay. Hi. Und Angriff. Okay. Wir machen noch einen. Ah, weg. Oh, er hat mich getroffen. Der ist jetzt nicht der schlimmste Gegner. Sein Moveset kann man leicht lernen. Der macht jetzt nicht auch die schnellsten Schläge. Der wirft mal mit einem Steinchen. Und jetzt haben wir ihn. Souverän. Kaputt. Dann kriegen wir immer ein paar tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, was diese lilanen Dinger zum Beispiel sind. Okay, kann ich mir noch ein Steinchen nehmen? Kann ich das da nicht durchbrechen? Doch, kann ich. Noch einer? Ah! Nein! Ich lasse die Steinchen ab sofort in Ruhe. Hau drauf, Junge. Also gegen den war noch immer die Taktik, einfach auf Abstand zu bleiben, ne? Er kommt.
machen wir mal so. Der Steinbartkönig. Oh, gib mir das Ding. Ich lauf noch kurz. Wolf! Ich schick noch einen Wolf. Aufgeladene Axt. Jawohl, das hat was gebracht. Kann ich auch Nahkampf machen? Ja, aber da habe ich ein bisschen Angst vor. Oh, ich bin ein bisschen geblendet. Ah. Da, ah, nicht gut. Komme. Da, 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 da. Okay, ich geh wieder weg. Ich weiß, das ist. Achtung, weg. Junge, schieß, ich geh drauf. Okay, jetzt gehe ich wieder weg. Achtung, Achtung, weg, 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 okay. Oh. So, wieder weg, Achtung. Eine Axt. Ah, weiß nicht. Sah so aus, als würde er nochmal irgendwie schlagen. Achtung, Junge, aufpassen. Sehr gut. Also langsam hab sich raus mit denen, ne? Boah. Boah. Der wäre weg. Gibt es noch eine Wand zu zerstören? Guck mal, das sieht doch nach einer dritten aus. So ein dritter Gegner. Alles klar, er kommt auch so. Wölfe, Angriff. Oh Gott. So, jetzt bringt die Attacke mal was. Okay, da weicht einfach aus. Wasch. Hey, die weichen ja alle aus. Hep, hep, hep. Oh, er rastet aus. Er geht in Rage Mode. Oh, nicht gut. Hä, der ist echt in Rage Mode. Der hält, glaube ich, irgendwie jetzt anders Sachen aus. Der kriegt viel weniger Schaden. Aber gleich ist er. Oh, okay. Ah, gleich ist er down. Erst das down, jetzt ist er im Rage-Mode. Ah, schwierig, schwierig. Oh, 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 was macht der? Lass mich! Du Arschloch! Was ist das? Oh, das hat viel gebracht. Das hat echt viel gebracht. Oh! Ja. Ah. Mach ihn fertig. Ach, wir haben alle Türen jetzt auf, oder? Das heißt, jetzt kommt nichts mehr. Erstmal. Okay. Boom. Guck mal, also hier können wir lang. Ich muss kurz atmen. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ich höre wieder Sachen. Okay.
Nein. Das hört sich doch nach Brock an, oder? Oder ihm. Ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchen. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Was denn? Soll ich mit ihm reden? Von den Springern. Widerlich. Boah, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Ich wollte eigentlich nichts bauen. Ich wollte eigentlich direkt weiter. Raum gut aufeinander auf. Machen wir. Okay. Die sind hier, oder? Die sind hier. Ja. Denkt ihr, wir müssen jetzt gegen die kämpfen? Okay, die reden immer noch weiter. Leute, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle diese Folge. Ja? Beim nächsten Mal erwartet uns vielleicht irgendein besonderer Kampf. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht bereit irgendwie. Egal. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao.